das Auto gestartet wird und du steigst ein, ziehst einen Anzug an, setzt einen Helm auf und dann startest du den Motor. Dieses Gefühl ist für mich immer wieder Gänsehaut und es ist natürlich ein Feeling, den ersten Gang einzulegen, den zweiten Gang, den dritten Gang, den vierten Gang und dann fallen mir immer die Worte von Walter Röhrl ein, wenn du dieses Auto fährst, dann bist du mit dem Denken schon zu langsam. Und genauso läuft das. Du ziehst die Gänge rein, es macht Peng, Peng. Mein Name ist Volker Gerdt. Ich wohne in Thüringen. Das liegt in der Mitte von Deutschland und fahre einen der spektakulärsten Rennwagen, die es jemals gab, einen Audi Quattro S1. Vor irgendwo 12 Jahren, da bin ich mit meiner Frau auf eine Automesse gegangen und da kommt man so ein Paternoster vorbei, wo die kleinen Modellautos laufen. Und dann habe ich zu meiner Marion gesagt, schau mal, da drin steht ein S1. Und da hat sie zu mir gesagt, weißt du, den schenke ich dir und den stellst du dir auf den Schreibtisch. Und dann stand das Auto, ja bestimmt 3 Jahre stand er auf den Schreibtisch. Und dann habe ich immer wieder angeguckt und habe mal hin und her geschoben und habe gedacht, meine Güte, ist das ein tolles Auto. Ist das ein schönes Auto. Ja, und da war schon dann irgendwo in der Zeit wuchs dann irgendwo so der Gedanke, Mensch, du müsstest doch, es muss doch möglich sein, so ein Auto nachzubauen. Es muss doch irgendwie gehen. Dann gab es eine Situation, dann ist mir in meinem Leben einmal der Roland Gumpert über den Weg gelaufen und ist heute einer meiner besten Freunde mit und ein ganz treuer Weggefährte. Ich kann mich noch genau erinnern, dann saß er mal bei mir im Büro und dann stand das kleine Auto auf dem Tisch und er guckt das an und sagt zu mir, ja Herr Gerdt, das waren damals tolle Zeiten, als die Autos gelaufen sind. Ich wusste damals überhaupt nicht, dass er Motorsportchef von Audi war und ich wusste auch nicht, dass er der Erfinder vom Quattro war. Das hat er mir immer verheimlicht und hat so lange, wie es geht, immer als Geheimnis gewahrt. Und irgendwann kam es doch mal raus und dann saß er wieder bei mir im Büro und dann habe ich das Auto ein Stück vorgeschoben und habe gesagt, da waren wir dann Bertu. Ich sage, nach Roland, das waren doch tolle Zeiten. Ja, sagt er, natürlich waren das tolle Zeiten. Und ja, wir haben viel gewonnen, sagt er, wir haben viel gewonnen. Wir haben mit dem Stig Blomqvist viel gewonnen, wir haben mit der Michelle viel gewonnen, mit dem Walter gewonnen. Ich habe ihn dann mal angesprochen und gesagt, Mensch Roland, was hältst du davon, wenn wir diesen Traum umsetzen? Dann sagt er, ja, das wäre eine gute Zeit und ich habe mich da schon mal, weil ich ihn auf deinen Schreibtisch gesehen habe, mal schlau gemacht. Ich hätte da diesen und jenen, da könnten wir das und das bekommen. Und da habe ich gesagt, wirklich? Und dann sagt er, ja, ich habe mich da schon lange schlau gemacht. Ja, und dann habe ich gesagt, also das wäre sensationell. Und dann sagt er, ja, ich habe ja noch eine Information für dich. Das, was du davor hast, den 85er Sanremo zu bauen, den gibt es nicht mehr. Der gilt als verschollen und deshalb wäre es natürlich ganz, ganz anstrebenswert, das Auto, wenn wir den nachbauen, so originalgetreu, wie es geht, nachzubauen. Ja, und dann kam es natürlich mal, dann rief er mich mal an, der Roland Gumpert, und sagt, Volker, bist du im Geschäft? Ich sage, ja, ich bin da. Und dann sagt er, du mach mal einen Kaffee, du kriegst gleich Besuch. Ich sage, wer kommt denn? Und da sagt er, ja, der Walter Röhrl kommt und schaut sich mal dein Auto an, wie weit du schon bist. Ich sage, was, Walter Röhrl kommt? Sagt er, ja, jetzt mach schnell, er ist eine Stunde da und bereite dich mal vor. Dann werde ich nie vergessen, stand er vom Auto und da sagt er zu mir, ja, sagt er, Herr Gerdt, wissen Sie, ich habe jetzt gerade den Eindruck, ich habe ein Déjà-vu. Ich stehe jetzt gerade bei Audi Sport und schaue mir mein Siegerauto an. Da war ich natürlich, ich hatte auch Gänsehaut und er sagt, schau mal, sagt er, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich mein Siegerauto sehe. Ja, und das sind solche Geschichten, wo man dann, die vergisst man sein Leben lang nicht. Und dann
merkt man natürlich, also so wie wir das Auto bauen, so hochwertig und mit diesen ganz feinen Details, die wir da ganz bewusst originalgetreu in das Auto hineinbauen, dann merkt man, wenn die Rennfahrer kommen und die sagen dann, wow, genau so war das bei meinem Auto, genau so. Und wenn ich mir vorstelle, ich dürfte das Auto einmal in Italien durch die Toskana fahren und vielleicht noch auf Schotter und dieses Feeling zu haben, dieses Auto zieht durch die Toskana, hinten diese riesen Staubfahne dran, ich glaube, das wäre das Tollste, was es gibt. Und ich glaube, genau da gehört das Auto hin. Mann, 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 Mann.